Also ich muss ja jetzt mal ganz ehrlich sagen, das ist hier ein Anfänger. Das ist ein wirklicher Anfänger. Der erste Fehler ist, man nimmt nicht ein Handy, man nimmt zwei Handys. Der zweite Fehler ist, nicht jede 5 Minuten, obwohl das schöner aussieht, ich weiß. Aber man nimmt jede 2 Minuten. Und der dritte Fehler ist, man nimmt nur ein paar Dinger. Man nimmt halt, das macht man dann von 6 bis 8 oder 9. Wo man dann wirklich aufstehen muss. Ja, sind so viele Fehler. Und dann verbrennt man trotzdem. Ich habe übrigens einen Wecker, einen richtig coolen Wecker, der steht da oben, den benutze ich nie, weil dafür muss man was tun, das ist eine Hantel. Da muss ich dann immer ein Hanteltraining machen, also 20, 30 Mal, und dann geht der Wecker erst aus. Das Problem ist halt nur, ich bin so stinkend faul. Ich habe den Wecker mal eingestellt und ich habe den die ganze Zeit laufen lassen, der wird immer lauter und ich habe weiter gepennt. So, meine ganze Nachbarschaft ist munter geworden. Ich habe weitergepennt. Das war mir dann scheißegal. Der Wecker ist gelaufen. Ich habe mir gesagt, komm, ich habe keinen Bock auf Morgentraining. Ich schlaf noch ein bisschen. Nö. Mistgabeltrink. Oh, da kommt jetzt was Neues auf den Markt. Mist, nimm einen Internet-Hotspot. Danke, kein Ding. Warte, verbindest du 2 Handys? Boah, ich hasse solche Schnorrer. Meine Freundin, gibst du mir mal deinen Internet-Hotspot? Nee, kauf dir selber Internet. Sehe ich irgendwie aus wie die Wohlfahrt oder was? Wenn du irgendwas im Internet suchen musst, Pech, such dir irgendwo Internet. Ich bin doch hier nie die Wohlfahrt. Das ist alles mein Geld, mein Internet, mein Datenvolumen. Ich hab nur unendlich viel Gigabyte frei. Was soll ich denn damit komme ich gerade so über die Runden? Such dir doch selber Geld. Such dir doch selber Internet. Hier, pass auf, wenn du mein Internet haben willst, gibt's eine Gebühr von 30, 40 Euro im Monat. Dann kannst du mein Internet haben. Punkt, aus, Ende. Oh, ich versende nur ein paar Daten. Ja, es geht ganz schnell. Okay, alles klar. So. Oh. Jo, verbindest du deinen PC mit meinem Hotspot? Ja, manche Daten sind größer. Darum muss ich ihn verwenden. Es geht ganz schnell. Okay, aber mach so schnell du kannst. Meine Daten verballern... Bewegt euch, ich brauche Daten und Tabellen. Dankeschön. Weiter geht's. Was ist das? Da reicht man den in Finger und die wollen gleich die ganze Hand. Und es geht ganz schnell. Herr Check, soll ich Ihren Termin auf 3 verschieben? Ja, du kannst ihn verschieben. Weißt du, eigentlich absagen. Ihr seid alle gefeuert. Ich beende meinen Hotspot. Hey, schauen wir heute was zusammen? Das ist genauso wie die ganzen Leute, ne? Also, ihr wisst, Rauchen ist scheiße. Ich bin aber Raucher leider. Und dann gibt's so Leute, die kennt man, die sind auch Raucher. Starke Raucher, vielleicht sogar stärkere Raucher als du selber. Die kommen aber absichtlich immer mit übelst wenig Kippen oder mit gar keinen Kippen und dann stehen die ganze Zeit vor dir. Hast du meine Kippe? 2 Minuten später. Hast du meine Kippe? Nee, hab ich nie, du Vogel. Geh arbeiten für dein Geld, dann kannst du selber Kippen holen. Können wir deinen Hotspot haben? No! Das nervt mehr als Ameisen beim Picknicken. Könnten Sie das etwas leiser stellen? Oh, das geht mir auch im Sack. Und Lagerfeuer sind hier nicht erlaubt. Ich weiß, dass Sie mich verstehen. Der kommt aus Deutschland. Hat man jetzt gleich gemerkt, das ist ein Deutscher. Also, da gibt's aber auch eine einfache Lösung. Klar, man kann jetzt immer wieder den Schatten hinterherlaufen. Den Sonnenstand begutachten, man kann auch einfach den Baum fällen. Der Baum ist im Weg, der Baum ist dran schuld, dass ich nicht meine Sonne regelmäßig bekomme. Das heißt, die einfache, kurz und knappe Lösung ist, wäsch damit. Wäsch. Wir haben genug Bäume noch. Der eine Baum wird nie fehlen. Ihr denkt doch nie, wenn ich den einen Baum jetzt kaputt mache, steigen die Emotionen auf einmal so hoch, dass wir alle ersticken. Ja, vielleicht doch. Vielleicht fehlt noch ein Baum. Wer weiß. Und vielleicht werde ich derjenige sein, der den letzten Baum kaputt macht. Weil ich brauche eine neue Bank. Ne, eine Holzbank. Oh. Im Keller, wo ich nicht bin. Hm?
Oder die Sonne. Man kann auch einfach die Sonne abknallen. Das ist echt diskriminierend von der Sonne. Mach das nie. Um Gottes Willen. Da ist er weg. Einfach den PC in den Papierkorb. Aber das ist auch wieder krass. Das sind ja schon wieder Fake News. Man kann nämlich die Daten, die man in den Papierkorb schmeißt, kann man noch retten. Solange man den Papierkorb nicht geleert hat. Auch wenn man den Papierkorb leert, kann man die Daten immer noch retten. Er kann seinen PC noch retten. Das Problem ist, um die Daten aus dem Papierkorb zu retten, also den PC zu retten, brauche Zugriff auf den PC, um auf den Papierkorb zuzugreifen zu können und den PC dann wieder aus dem Papierkorb auf den Desktop umzulagern. Hä? Stell ich nicht. Ja, so ist das, ne? Das ist dann halt doof, ne? Wie macht man das? Der PC ist dann weg, ne? Und ohne PC kommst du nie an deinen Papierkorb. Denk mal drüber nach. Lass die Scheiße sein. Lass die Scheiße sein. Das bringt euch nur Ärger. Dann, ne? Wenn ihr von der Sonne geärgert werdet, dann schießt lieber die Sonne ab oder macht dann das Konstrukt weg, was euch zu viel Schatten gibt, ne? Wenn es ein Haus ist oder so, abreißen, ja, Scheiße, ne? Oder wenn es ein Baum ist, weg damit, aber macht nicht so einen Scheiß. Das ist schon kriminell. Ist schon wirklich kriminell. Also wenn das mein PC wäre, ho! Ja, dann wär's dann auch nicht mehr meiner, ne? Kann ich auch nichts machen. Schau, euch hat's gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da und schau. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.